Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, für 30 Millionen kann man auch machen. Ja. Irgendwo habe ich aber etwas gefunden, aber es ist ab Level 60, also kaufe ich es nicht. Hier. Baba, Level 53, ja. Wollte ich auch kaufen, genau. Und die waren auf Level 60. Ja, ich bin auf der Suche nach, ja, Equipment, damit ich nicht gerade so, ja, low equip dann dastehe, wenn ich dann höher bin. Aber ja, die Preise, ja, das habe ich gefunden. Eine Kopesch-Klinge aus Stahl. Ja, einfach gefunden. Was ist denn das für eine? Eine Kriegs-Karneval-Quest. Okay, sehr gut. Und das habe ich gefunden. Bei einem Level 51 Gegner. Ja, also geht mal gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie happy mein Jäger sein muss, dann auf Level 60. Aber immerhin. Immerhin mal etwas Ertragreiches. Aber jemand hat angebissen und also er hat unbedingt natürlich gefragt, ob ich irgendwas habe. Habe ich ihm gezeigt, natürlich, so frech wie ich bin. Und er wollte nicht mehr los. Ich sage ihn jetzt extra nicht, wegen, ja. Sonst fühlt er sich natürlich ein bisschen angegriffen, aber es ist ein Argentinier, also er kennt ihn nicht, scheinbar. Aber das ist natürlich. Questen? Was ist mit. Ah. Das ist die Knochenquest. Oder wieso habe ich jetzt hier eine Markierung? Fragezeichen. Liebe Quest, Markierung. Das ist keine Quest. Ja, Markierung ist wieder kaputt. Oder hat sie hier Knochen? Nein, Knochen sind ja. Aha! Hier gibt es auch Knochen, stimmt, ja. Jo, also dann machen wir das mal kurz. Für den Crafting Meister, glaube ich. Ja. Also, ihr seht, bin ich schon wieder weiter. Ich bin 52,5 sozusagen. Und ja, finde einfach wieder die Motivation zu leveln, weil ich jetzt auch wieder einen Boost habe übers. Nein, es ist nicht übers Wochenende. Es ist bis heute oder morgen Abend, glaube ich, bis morgen Abend. Einfach ein Xim-Boost, nicht ein Xim, ein Ex-Boost, XP-Boost, ein Gold, ja. Eigentlich, glaube ich, nur ein Drop-Boost und ein, ja, Warmaster-Coin-Boost. Jetzt können wir mal kurz hier bei dem schauen. Quests. Besiege 10 unterschiedliche Spieler von Syrtis. Quests. Besiege 20 unterschiedliche Spieler von Syrtis im Vergleich und den Rams as well. Zone Protections. Besiege 20 unterschiedliche Spieler von Ignis im Vergleich. Ja, ich möchte jetzt noch die anderen Quests machen zuerst. Geht in Richtung Kriegsinsel. Genau. Da ist auch noch eine Quest. Ah, das ist die Xim-Quest, ja. Mark-Quest. Oh Mann, heute. Heute ist echt schlimm. Jo. Und ja, jetzt haben wir wieder keine Quest frei. Zeige 186 große Werwolfsklaue, die habe ich, glaube ich, irgendwann mal bald. Ah, die habe ich in der Bank, stimmt. Irgendwann mal habe ich die. Ich habe noch Griffonklauen. Griffonklauen, genau. Aus gemacht. Ja, da gab es nur ja, 300. 30.000, irgendwas. Pff, komm. 36.000, glaube ich, gab es. Ja. Ich bin heute echt müde. Nicht normal, wie ich wieder müde bin.
Nur weil ich krank war und Sport nebenbei mache. Man sollte vielleicht nicht so viel Sport machen, wenn man krank ist oder wenn man sich erholt. Dann fühlt man sich so richtig leer im Kopf, faul im Kopf. Ja. Also, und ja, können noch ein bisschen in der Warzone kämpfen dann. Aber zuerst müssen wir in die Insel und hier noch eine Quest abgeben. Okay, sehr gut. Ob das jetzt die Kistenquest ist, ob die jetzt geht? Die ist beim Baba verpackt. Aber gut. Wir machen sie einfach mal. Nochmals, nochmals, bis endlich mal das weggeht. Ne, es ist nicht. Ah, es ist die Ding-Quest. Ja, es ist ja die Quest jetzt mit Knochen. Dann stimmt das. Okay. Ja, und hier können wir halt immer noch nicht craften, weil wir Eisen brauchen. Und ja, Eisen, 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 Eisen. Über Eisen, ich brauche die anderen, die schlechteren Sachen. Und die sind. Ja, die sind in den Mund, sag mir. Mauerwerk. Das sind Spieler gewesen. Also, die haben die immer noch nicht geschafft. Die Egen haben diesen Stein hier in Melekeidi versteckt. Also man sieht ihn, wenn sie Invasion machen. Aber sie schaffen einfach nicht, den Stein zu holen oder einen anderen Stein zu holen. Die Egen sind echt stark. Also ich meine, jetzt zählt es nicht. Alsius schafft sowieso nichts. Im Moment ist gerade echt Alsius. Also wie die kämpfen. Was ich da jetzt vorher schon gesehen habe. Ah. Aber die Syrten sind auch cool. Sie kommen zu mir ins Questgebiet, also hier am Vulkan. Und sind ungefähr so, ja, mittel. Also normal. Aber ich greife sie an, sie fliehen, dadurch bekomme ich keinen Schaden und ich gewinne. Wenn sie nicht fliehen würden so spät, würde ich verlieren, weil sie mich angreifen, weil sie mehr Schaden machen als ich. Sie fliehen aber, sie sind normal bis schwer und ich kann sie besiegen. Alleine, ohne Probleme, angenagt durch, ja, durch Monster, oder? Wenig Leben. Ich besiege sie, weil sie fliehen. Wieso fliehen die von Barbaren? Okay, Barbaren sind schon langsam stark mit Level 52, aber ja, entweder nicht angreifen oder schon vorher angreifen und dann gewinnen sie auch. Aber gut, so sehen jetzt ein paar Syrten, so, also so mit spanischem Namen, also wahrscheinlich Argentinier, sind halt jetzt momentan so. Und ja, vielleicht Mauerwerk, wohin müssen wir jetzt da oben? Mit jemandem reden. Okay. Mal gespannt, man sieht so wenig, dass irgendwo ein Gegner ist. Also langsam habe ich jetzt natürlich schon. Was? Zollbandit? Okay, die Quest kenne ich noch vom Hex. Nein, vom Beschwör. Genau. Beschwör ist ja Level 30 und das ist Level 31. Ja, die Quest habe ich mit dem Barbar scheinbar noch nicht gemacht. Mal gucken, ob es geht. Überhaupt noch. Wir bekommen noch Eisen, der ist gut. Aber nur wegen der Quest. Sonst bekommen wir kein Eisenerz, oder? Können wir den eigentlich besiegen? Der macht so wenig Schaden an uns. Wir könnten ihn ja mal angreifen. Angreifen kurz. Ja, vom Werwolf brauchen wir den Loot nicht mehr vom Krieg. Aber ja, da können wir noch ein bisschen sparen für den Jäger. Und den auch noch ein bisschen hochfeeden. Ja, steht natürlich wieder eine Werwolfsklaue. Weiß nicht, wieso jetzt wieder zwei steht, aber gut. Ich habe ja recht viele. Oder habe ich die abgegeben noch gestern? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aha, jetzt müssen wir natürlich noch Holz. Ja.
Liebe Questgeber, also Questdesigner, mach doch das einfach gleichzeitig. Also immer die ganze Zeit, immer wieder die gleichen Gegner zu besiegen. Einfach nur gleichzeitig. Muss man nicht 10, sondern 5 besiegen. Oh je, Questdesigner. Okay, dann gehen wir direkt mal zur Warzone-Insel. Zur Mittelinsel. Ja, ist gut. Ich weiß, dass man anschläft, bis man endlich reiten kann. Ja, ja. Also. Ja, wir gehen unten durch. Wir riskieren das mal noch. Sonst können wir ja gleich wieder beim Tor aufwachen. Wenn man das, wenn man von einem Spiel erledigt wird, wenn man von Monster erledigt wird, kann man, glaube ich, nur am Wind wieder spawnen oder wo man halt einfach markiert hat. Ich habe halt den Wind markiert, ja. Aber irgendwie habe ich jetzt momentan einfach, auch wenn jetzt irgendwann manchmal ein bisschen schlecht designt ist bei Sachen, wie zum Beispiel, dass es Ewigkeiten geht, bis man wieder ein Level hat. Also jetzt habe ich jetzt gerade jeden Tag ein Level, klar, weil ich so extrem viel spiele. Einfach damit ich euch Reise zeigen kann. Nur wegen dem spiele ich fast 24 Stunden. Nee, nicht ganz. Ich spiele ungefähr 10 Stunden pro Tag jetzt regnen. Also jetzt seit einem Tag. Sonst eigentlich nicht so viel. Das wisst ihr ja, dass ich recht lange eine Pause machen wollte und machte. Und dennoch Videos von Regnung gemacht habe, einfach so 30 Minuten Videos, klar. Und jetzt mache ich ja nur noch so ungefähr 15 Minuten Videos, dafür kommen eigentlich mehr. Also mache ich einfach immer die 15, wenn ich irgendwas zeigen muss in Regnung. Und das ist ja momentan eigentlich nicht so viel der Fall. Also dass die Drop-Boosts natürlich relativ gut sind, merkt man. Drei Items. Drei sehr gute Items für mich. Ja, ich müsste die nur unter dem Hut also verkaufen können. Weil zum Beispiel der Speer, der ist viel schlechter. Also merken wir. 194 auf 300 Schaden. Und hier fast das Doppelte, einfach nur sehr langsam. Also der Schaden ist irgendwie viel weniger. Oder? Ist das schon so weit weg zwischen sehr schwer, also langsam und sehr langsam? Ja. Denke schon. Also kein Spiel jetzt in Sicht. Das ist sehr gut. Ein Spiel haben wir besser gesehen, Birke. Und nein, in Monster haben wir kein Spiel gesehen, oder? Wenn ja, dann bitte in die Kommentare, dann merke ich es. Also, kann ich es auch wieder sehen. Im Video. Aber momentan, also es ist jetzt 1 Uhr Nachmittag. Kein Spieler ohne. Ja, am Abend habe ich ja echt manchmal Lags. What? Was muss man jetzt hier machen? Hä, am Boot? Ah, Faschingsboot ist da. Faschingsboot. Und jetzt. Aber. Was für eine wunderschöne Insel. So viel Farben. Eine Statue, einen riesigen und gefährlich aussehende Kreatur. Ah, eine riesige. Ja. Und alles warten auf mich. Überhaupt nicht verdächtig, oder? Oh, momentan ist echt schlimm beim Konzentrieren. Aber gut, die. Ja, Entwickler sind unter Drogen. Ja, scheinbar definitiv. Und in Basel wurden die drei schönsten Tage abgesagt. Also die drei Tage vom Morgenstreich, das ist so eine Art Nacht, Fasnacht mit drei verschiedenen Figuren. Einem Greifen, einem Drachen
ich kann gar nicht sagen, ich bin wirklich Fastnacht orientiert. Also ich habe nicht so gerne Fastnacht wegen meinem Asperger-Syndrom. Und ja, weil es einfach zu laut ist und alles Mögliche. Und ja, kann ich also der Greif. Der Greif ist es. Ah, der Wedemann, genau. Der Wedemann noch. Jo. Und der Drache ist irgendwie der. Ah, ich kann es leider nicht sagen. Tut mir leid an eure Basler, aber. Ja, diese Fasnacht, dieses Karnevalzeug ist echt groß. Und dann kommt ja die Hauptfasnacht, also die Kinderfasnacht kommt, die Hauptfasnacht. Und danach ist noch, ja. Schnitzelbank. Und die, ist eher so in einer Bar oder so in einem Restaurant und dann wird dort ein bisschen Witz erzählt und so Sprüche gemacht. So herum. Jo, und ich komme nicht in den Vulkan. Ich kenne die Insel leider noch nicht. Ich war noch nie auf dieser Insel. Ja, es ist wirklich die Insel, die früher Game Master Insel hieß. Scheinbar. Das gibt es schon ein paar Jahre, dieses Event, glaube ich. Aha. Und jetzt? Hä? Fragt sich da mal jemand, ey. Das ist einfach ein Weg. Und der führt. Ja, ich muss in den Vulkan, aber wie komme ich jetzt in den Vulkan? Fragezeichen. Ich komme hier nicht durch. Also jetzt ist irgendwie ganz. Also das nicht markieren. Hätten doch Fackeln hinstellen können oder so. Ja, danke, der greift jetzt an. Aber ich komme nicht hier rein. Doch durch dieses Portal, oder? Aber wohin? Das kann doch bitte jemand erklären. Hä? Da ist doch nichts. Jetzt gehen wir mal an den Wasserfall, also den Bach entlang. Jetzt ertrinkt man hier. Ja gut, dann gehen wir mal hier ringsum. Vielleicht ist es dort. Aber was steht denn genau? Muss es vielleicht auch lesen, aber es steht auch nicht. Ich glaube, das kann man auch, den kann man auch nicht besiegen mit Level 52 noch. Also eventuell ist es gar nichts für uns. Weil die verschiedenen Karneval, Weihnachtssachen und so sind meistens. Also Weihnachten war ja noch. Ging ja noch. Aber Ding nicht. So als. Das war Halloween. Glaube ich, ging nicht. In den Zombies. Genau. Ja, und wie kommt man jetzt hier rein? Ich sehe nichts. Vielleicht kommt man von hier durch. Hier kommt man nirgends. Der geht auch dort hinein. Okay, muss man doch reinkommen. Ich cheate sonst einfach. Aha, hier. Das sah man wieder wunderbar. Hm? Ah. Manchmal denkt man echt, die Entwickler wollen einfach stören. Die Spiele einfach nerven. Ah, und auf Englisch, ja. Ich muss echt in ins Schloss. Ja.
Nein. Bitte nicht. Also es ist eigentlich leicht, weil nicht viele Syrten jetzt dort sind. Oder Egen. Weil die brauchen ja dort nichts. Es ist nicht schwer, aber es ist einfach ein nerviger Weg, weil das so abgelegen ist. Uff. Okay, ich sehe schon, ich mache wieder ein neues Video. Ich völlig K.O. mache eine Aufnahme. Echt, unter die Kuhhaut geht. Und fühle mich da irgendwie so mega ungesund jetzt. Aber gut. Ich mache halt so viel Sport. Das ist. Wenn ich noch Zeit habe, würde ich das anders sein. Ist doch nicht. Wo geht's jetzt wieder? Mann, Markierung, wie wär's mit Markierung? Das ist echt. Aber wieso ist jetzt hier eine Markierung? Kann man das ganze Jahr kann man jetzt da hier rein? Wenn man die Markierung lässt. Okay, wir haben es gefunden. Oben spawn, oben spawn. Nein, hier spawnen zuerst. Jetzt oben spawnen, bitte. Ja. Weil die Markierung war schon nochmal kaputt. Dann muss man nochmal hochlatschen. Also. Hm. Ja, die Teleporter sind ja manchmal echt schlecht gesetzt in die falsche Richtung. Manchmal spawnt man völlig woanders. Zum Beispiel bei den Türmen spawnt man plötzlich dann manchmal hinten. Und ja, muss dann rum links umlatschen, das geht ja immer so lange, dran, wenn man nicht dritten ist. Ja, ihr wisst es. Aber gut, das ist Regnum, man liebt es ja so, wie es ist. Scheinbar haben ja viele nicht den Wunsch, dass Regnum besser wird, vor allem die Entwickler nicht. Also sieht man so die Suggestions, also die Wünsche an da. Gibt es viele Sachen, zum Beispiel Quests, hat zum Beispiel der Desert Panther gerade geschrieben, dass da ein paar Quests rings um Ackersburg, was glaube ich, verpackt sind, Reichsquests oder so, dass irgendwelche Monster nicht besetzt sind oder so, Deutsche besetzt sind. Kann ich jetzt nicht sagen, die geben gar nichts, die haben nur Markierung, okay. Hm. Und das ist jetzt auch ein guter Ding, aber ich meine einfach, dass es Regnum besser wird. Das ist jetzt wirklich irgendwas an der Steuerung, an der Grafik oder an der Warzone verbessert wird, ist halt recht wenig. Auch weil die meisten Spiele auch sehen, ja, die Entwickler machen sowieso nichts, auch wenn man das sagt. Und das fließt eigentlich ja, ziemlich gut in Regnum rein. Also, der arbeitet 24 Stunden scheinbar. Er ist die ganze Zeit an seinem Unity-Programm, der Joshua, und gamed, also entwickelt. Das ist schon mal hardcore. Wie viel Geld bekommen wir hier? Heftig. Zweimal 12.000, einmal 6.000, einmal 12, ich glaube 1200. Echt gut. Wo sind die Steine? Ich brauche Gesteine. Gesteine. So, also sehen tun wir es schon mal, aber jetzt müssen wir auch hier runterkommen. Ja, wir gehen einfach einen Umweg hier durch. Ich bin jetzt ein kleiner Weg, der zu nichts wird. Ich bin gerade aufgefallen, weil es Fliesen gibt, wie hier zum Beispiel die kleinen Pünktchen. Gibt es dort oben auch, aber der Weg, der hört einfach auf. Ah, nochmal eine Küste, gut. Ja, wir sammeln noch ein paar Geldmünzen. Ja? Macht kaum jemand, also. Ah, oh, bitte, Mann. Ey, das ist doch kein Weg, wo man runterfällt. Liebe Entwickler, da muss man nicht runterrutschen.
Da kann jeder runter, ja, hüpfen. Es würde mir nichts passieren. Nicht mal das Sprunggelenk würde angegriffen werden. Jetzt haben wir alle Fragenzeichen. Okay. Ich weiß schon, wie ich den Part nenne. Ja gut. Game of Curiosity. Curiositäten-Game. Oh. Naja. Spiel der Curiosität. Ja. Sehr viel Wassergeräusche, obwohl kein Wasser in der Nähe ist. Okay. Kann ich verstehen, Entwickler. Muss ja auch ein bisschen Ambiente sein hier. Diese schönen Wassergeräusche. Ja, aber wieso ist das nicht übersetzt? Ah, oh, Adrian, machst du wieder gar nichts? Hä? Faulste Entwickler, den es gibt. Ach komm, ey, jetzt muss ich alle anreden. Aber hier habe ich nicht. Ah, das ist Craftmeister. Okay, den machen den. Jetzt muss ich schon wieder Knochen sammeln. Ja, ich habe maximale. Aber was muss ich jetzt hier machen? Ah. Wo ist Chulu? Wo ist denn der Chulu? Ich glaub's nicht. Quest und sowas. Was? Ich muss jetzt wieder zurück? Geht's noch? Ich töte mich jetzt kurz. Ja, ich hab ja dort den Point gesetzt. Es geht einfach mal gar nichts. Wieso tun die Entwickler uns eigentlich zwingen, so weit zu reisen? Das ist einfach unerhört. Hin und dann wieder zurück. Wieder hin und wieder zurück. Das sind Quests. Das sind ganz aufwendige Quests, die einfach nur richtig krass genial sind. Die will jeder machen, die bin schon klar. Jetzt tötet mich, ihr blöden Monster. Ihr habt einfach keinen Schaden, ey. Ihr macht einfach zu wenig Schaden. Das gibt's doch gar nicht. Seid ihr faul. Party time! Ja, und der Wiesel hatte keinen Bock. Es waren zu viele Monster um mich herum, das Wiesel. Okay. Ja, ist gut. Find's ja toll, dass das Spiel Quests hatte für Karneval, aber so langweilig müssen Quests auch nicht sein, bitte. Ich ertränke mich im Brunnen das nächste Mal. Geht aber leider nicht. So, wohin jetzt genau? Liebe Entwickler, zeigt doch das. Ach, wieder dorthin, okay. Einfach irgendwie zeigen, ja, dorthin muss ich eine Markierung. Und eben irgendwie einen Balken oben drüber, der Lebensanzeige und so hat. Wo man sehen kann, ja, man lebt noch und Mana auch oder Mana nicht. Aber eben die ganze Zeit da oben hochschauen, das macht die Augen kaputt. Ja. Da musst du sehr nach oben links schauen. Solche Verbesserungen. Pedro Mono. Pedro-Bär. Ast. Wie man auf die Seite gelangt wird. Aus dem Weg! Besucht er es dafür. Sultan. Ich merk's schon. Ah, das ist da drüben. Okay, ich dachte schon, ich müsste zu Ignis gehen. Ah! Abkürzung.
Achievement Get, Abkürzung. Wo sind wilde alte Tiger sonst noch? Die gibt's sonst nicht. Okay. Was ist denn, die gibt's nur auf dieser Insel. Die Schlangen scheinbar auch. Trockending was Spezielles. Wieso sind die rot? Und noch rot. Sonst muss ich hier irgendwo hier rein. Naja. Ich brauche mal gelbe Gegner. Level ich hier mal ein bisschen. Hä? Ja. Wohin muss man? Okay. Wieso sind wir eigentlich nicht dort rechts gegangen? Dann hat man ja Abkürzung genommen. Hm. Was ich sehe auf der Map. Die Map ist sowieso sehr unübersichtlich. Also da sieht man kaum die Wege. Einfach ein bisschen, aber. Ja, die zum Beispiel sieht man relativ gut, aber es gibt auch schlechte Wege. Aber wenn man nebenbei einschläft, wenn man halt wieder zu viel gezockt hat und Sport gemacht hat, ja. Das ist natürlich schwer zu erzählen. Zu viele Schlangen. Aha. Ja, und was hat das mit Fasnacht zu tun? Ich muss echt zur Burg Chanarit. Das heißt Kessel Chanarit. Ah, das war wieder Adria. Das ist keine Burg, das ist ein Kessel. Heil. Also, werden wir sie überleben? Nee, wir werden es nicht überleben. Ich zeige, bis ich sterbe und dann versuche ich es einfach offscreen zu machen. Und ich mache nochmal eine Aufnahme dann. Was haben wir eigentlich für Zeit? 32, ja. Dann mache ich das in einer zweiten Aufnahme. Tschüss!